Herr Präsident, meine Damen und Herren, nur ein Wort zu Herrn König. Es ist eine schlichte Unverschämtheit, den anderen Fraktionen Behindertenfeindlichkeit oder Ähnliches zu unterstellen. Sie wissen ganz genau, dass es Sondersitzungen der Fraktionen, Sondersitzungen von Ausschüssen gegeben hat wegen des Haushaltes und dass deshalb einige Kollegen nicht nach Kiel fahren konnten. Und wenn Sie hier wieder Besseres wissen, die Unwahrheit verbreiten, dann weise ich das entschieden zurück. Ich habe für meine Fraktion in der Sportausschusssitzung am 27. Juni erklärt, dass DIE LINKE die Bewerbung von Special Olympics Deutschland um die World Games 2023 unterstützt. Und ich will das hier auch noch mal bekräftigen. Wir würden es sehr begrüßen, wenn die übernächsten Weltspiele in Berlin stattfinden würden. Dies wäre ein wichtiger Beitrag für die Sportbewegung in Deutschland und vor allem ein klares Bekenntnis für das Recht von Menschen mit geistigen und kognitiven Behinderungen auf volle Teilhabe am gesellschaftlichen Leben im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention. Und da gehört der Sport eben auch dazu. Und es wäre im Übrigen auch eine Anerkennung für Special Olympics Deutschland mit seinen 1.110 Mitgliedsorganisationen, mit den 40.000 Athletinnen und Athleten, den vielen Trainern, Betreuern, Volunteers, den Familienmitgliedern und anderen ehrenamtlichen Helfern sowie den seit vielen Jahren treuen Sponsoren für die geleistete Arbeit. Ob bei den nationalen Spielen oder bei den Sportfesten in Sachsen, die ich besucht habe, es ist schon beeindruckend, mit welcher Begeisterung und teilweise auch unter welchen Mühen hier Sport und Gemeinsinn organisiert werden. Leider war die Sitzung des Sportausschusses wieder mal nicht öffentlich. Dort haben die Vertreter von Special Olympics Deutschland in überzeugender Weise ihr Konzept vorgetragen zur Ausrichtung der Weltspiele und erhielten die Zustimmung aller Fraktionen. Auch das Berliner Abgeordnetenhaus hat sich damit beschäftigt und ebenfalls diese Austragung und diese Bewerbung unterstützt. Insofern ist es gut, dass wir heute, 6 Tage bevor Special Olympics International die Entscheidung für die Vergabe der Weltspiele 2023 fällt, noch einmal ein deutliches Zeichen aus dem Bundestag senden können. Allerdings ärgert es mich dann schon, dass es nicht wie verabredet zu einer überfraktionellen Initiative kam, sondern hier die FDP einen Alleingang macht. Und dann ist der Antrag leider auch noch schlecht gemacht. So steht zum Beispiel nicht mal drin, dass die Spiele in Berlin stattfinden sollen. Und man sollte schon überlegen, wann man das Wort Inklusion korrekterweise verwendet und wann man und wo es eben nicht passt. Und schließlich vermisse ich eine klare Aussage zur finanziellen Beteiligung durch den Bund. Und wir wissen alle, es gibt einen sehr detaillierten Finanzplan, der vorsieht, dass sich der Bund und das Land Berlin mit jeweils 35 Millionen Euro beteiligen. Ich halte das für gut angelegtes Geld erst recht, wenn man auch die langfristigen Wirkungen für den Behindertensport und für die Teilhabe von Menschen mit Behinderung am Leben in der Gesellschaft berücksichtigt. Und unstrittig ist, dass noch eine Menge zu tun ist in diesem Bereich. Wir haben das immer wieder thematisiert, auch die deutliche Schlechterstellung des paralympischen Spitzensports im Vergleich zum olympischen Spitzensport durch den Bund. Und es gibt auch Zahlen aus dem Breitensport, die zeigen, wo wir in Deutschland stehen. Laut Teilhabebericht der Bundesregierung über die Lebenslagen von Menschen mit Behinderungen sind 81% der Menschen ohne Behinderungen in der Altersgruppe 18 bis 29 Jahren sportlich aktiv. Bei den Menschen mit Behinderungen sind es nur 33% und bei Menschen mit geistiger Behinderung sogar nur 6 bis 7%. Und das hat kaum etwas mit der Einstellung der einzelnen Personen zum Sport zu tun, sondern mit den bestehenden Rahmenbedingungen, mit fehlenden barrierefreien Sportstätten, fehlenden Angeboten in Sportvereinen und auch in Schulen. Es fehlen geeignete Trainerinnen, passende Sportgeräte und auch das Geld für notwendige Assistenzleistungen. Und abschließend möchte ich hier Marc Solomeyer, den Athletensprecher von Special Olympics Deutschland, zu Wort kommen lassen. Er schrieb im Bewerbungskonzept, Zitat, wir Athletensprecher von Special Olympics Deutschland wünschen uns die Weltspiele in Deutschland. Wir möchten Menschen aus aller Welt bei uns in Berlin begrüßen. Und wir möchten der Welt gemeinsam mit Athletinnen und Athleten aus 170 Ländern zeigen, dass wir Special Olympics aktiv mitgestalten und unsere Interessen selbst vertreten. Ende des Zitats. Darin sollten wir die Athleten nach Kräften unterstützen. Herzlichen Dank. Der nächste Redner ist der Kollege Erhard Grondl, Bündnis 90 Die Grünen.